Das da sollen Honigflaschen sein. Das ist eine gelbe Schalker-Box. Und das sind nur ein paar Beispiele von Kunstwerken, die meine Zuschauer, also ihr, für diese Challenge gezeichnet habt. Alle 5 Minuten wird mir eine Zuschauerzeichnung eines Minecraft-Items gezeigt, welche in 60 Sekunden entstanden ist. Wenn ich nicht in der Lage bin, dieses Item zu identifizieren, verliere ich meinen gesamten Stuff. Ob ich es heute schaffen werde, den Enderdrachen zu besiegen oder ich an solchen Zeichnungen scheitern werde, erfahrt ihr in diesem Video. Lasst unbedingt einen Like da, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und schreibt in die Kommentare, welche Zeichnung in diesem heutigen Video die beste war. Viel Spaß mit diesem Video. So, hallo lieber Nether, ich habe da was vergessen. Bin fast schon mal überlegen, ob ich eventuell die Bastion spielen sollte. Ich meine, wir haben sie übrig und ich habe sie beim letzten Mal ja auch located bekommen. Also sie ist dort vorne. Maybe ist das gar nicht so dumm. Vergiss diesmal nicht die Blazers und Enderperlen, bevor du aus dem Nether rausgehst. Ja, ich Idiot. Alright, dort drüben ist unsere Bastion, bei der wir hoffentlich ein bisschen was hinbekommen werden. Da vorne haben wir sogar noch eine zweite. Also... ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus. Nur müssten wir jetzt erstmal wieder das hinbekommen zu zeichnen. Und ich möchte ungern meinen Stuff, den ich mir jetzt mühselig wieder rangeholt habe, verlieren. Bitte nicht. Alright. Wir sind auf einem guten Comeback unterwegs. Best Nobody wird uns bestimmt helfen, es mit einer super Zeichnung weiterhin hier gut hinzubekommen. Ja, das ist ein Spinnenauge. Das soll eine Spinne da sein? Ist das ein Hinweis? Also links sieht aus wie eine Hungerkeule, aber es soll wahrscheinlich... Oha, okay. Also ich nehme an, das wird ein Item von einer Spinne sein. Und dementsprechend ist das ein Spinnenauge. Wenn das am Ende jetzt ein fermentiertes Spinnenauge ist, dann bin ich aber auch absolut sauer. Okay, sorry. Ich sag, das ist ein Spinnenauge. Ey, wenn das jetzt kein Spinnenauge... Es ist ein Spider-Ei, richtig. Da bin ich froh drüber, dass wir dieses wunderbare Item jetzt auch bekommen haben. Nee, also Quatsch beiseite. Ich bin erstmal sehr froh, dass wir überhaupt weiterspielen können mit unserem Stuff hier. Oh nein, das ist meine Hassbastion. Alright. Hier gibt es auf jeden Fall ordentlich Kisten. So, die Brutes, die sollen mir mal ganz schnell... Okay, alles klar. Einfach mal reden, reicht wohl. Okay. Crossbow, das passt. Alles Sachen, die wir gut gebrauchen können. Nämlich Pfeile zum Durchspielen. Fast ein Netherite Ingot. Okay. Obsidian, cool. Looting 2 Schwert. Oh mein Gott, allein nur deswegen hat sich das gelohnt, hier hinzugehen. Damit kriegen wir halt so viel stabiler gleich unsere Enderperlen zusammen. Es hat sich so gelohnt, hier hinzugehen. Alright, dann können wir ja direkt schon wieder abhauen. Und dann gehen wir jetzt zur Festung. Also Warp Forest, Mann, ey. Gibt nichts Schöneres als eigentlich mit Looting 2. Enderman jetzt farmen, aber ich muss erstmal in die Zeichnung. 60 Sekunden. Easy. Ja, okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier wurde auf jeden Fall nicht zum ersten Mal ein Block gezeichnet. Okay. Das ist braun. Etwas Holzartiges. Okay, da müssen aber noch ein paar mehr weitere Informationen hin, damit ich checke, was das ist. Okay, ja. Ja. Das muss bis jetzt für mich eine Jukebox sein. Ist das Dirt? Das ist Dirt. Bei einer Jukebox hättest du doch, glaube ich, das anders gemacht. Dass jetzt zum Schluss das nochmal so verteilt wurde, das sagt mir eher, dass es Dirt ist. Ich sag Dirt. Meine finale Antwort, Dirt. Normaler Dirt. Hallo. Damit sind wir mal wieder bei null. Gar nicht so schlimm. Wir holen uns einfach im Warp Forest ein bisschen Holz, equippen uns nochmal frisch, gehen dann nochmal in die Overworld, holen uns ein bisschen Essen und dann spielen wir nochmal alles von vorne. Leute, das hier ist einer der traurigsten Momente in meiner Challenge-Laufbahn. Also, ich meine, man muss sich auch hiermit zufrieden geben. So, Amy, zeig mal, was du drauf hast. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich es jetzt selbst nicht errate, dann ist das am Ende auch nicht so schlimm. Wenn das ein Eisenblock oder so ist, das wäre so gut. Boah, wenn ich jetzt direkt halt guten Stuff hätte. Alright. Ja, das muss sehr sicher. Das ist ein Emerald Ore. Ja, juhu. Der uns tatsächlich jetzt nicht so viel bringt. Aber halt, man kann ihn sicher trotzdem nochmal im Inventar aufheben. Wir müssen aber jetzt erstmal uns darum kümmern, zurück in die Overworld zu gehen. Wir müssen ein bisschen Essen ranholen. Wir müssen da einmal durch. Aber so wie das aussieht, haben wir das geschafft. Wir sind mal wieder raus. Alright. Na dann holen wir uns mal das Upgrade auf Stein-Equipment. So. Bum, bum, bum.
Bumm. Ich glaube, es wäre auch sehr praktisch, wenn wir jetzt noch ein bisschen Essen ranbekommen könnten. Und wir haben ja immer noch die zweite Bastion übrig, welche wir ja auch bespielen können. So, während wir mehr oder weniger am Anfang unserer Challenge stehen und ich nach einer Stunde mal wieder dabei bin, mich zu equippen, geht jetzt wohl darum, das nächste Item wieder zu erraten. Wichtig, come on, jetzt ein wichtiges, gutes Item. Oh nein, braune Items, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Oh, wenn es das ist, was ich glaube, dann ist das sogar ein Item, was ich ganz gut gebrauchen kann. Ja, da kommt jetzt wahrscheinlich der Pfeil. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Wenn das jetzt aber am Ende bei der Zeichnung um den Pfeil geht und mir das nicht... Oh, markiert wird. Angebrannt und ich, wir sprechen dieselbe Sprache. Das ist zu 100% ein Bogen. Meine Antwort ist Bogen. Und es ist ein Bow. Und damit haben wir eine Sache, die wir vorher nicht hatten. Da freue ich mich. Ein Bogen. Nur halt leider keine Pfeile. Aber die werden bestimmt noch kommen, weil wir wollen ja gleich die andere Bastion zocken. Wir werden dafür jetzt auf jeden Fall auf den Ozean nochmal Eisen holen. Ich hoffe, dass da irgendwo noch ein weiteres Shipwreck übrig ist, welches noch nicht von mir geholt wurde. Eisenspitzhacke ist wieder da. Und was ich jetzt möchte, ist eigentlich offensichtlich ein paar leckere Diamanten. So, und jetzt wird erstmal wieder gezeichnet. Alright, Seli, deine Minute. Ich bin gespannt, was du gemacht hast. Sehr, sehr gespannt. Okay. Das ist eine sehr, sehr interessante Form. Und dann auch noch mit der Farbe. Seli, was machst du hier? Ein lilaner Haufen. Soll das das Drachenei sein? Also ich weiß nicht, was ich sonst darin erkennen kann. Ich würde sagen, das ist das Drachenei. Und es ist das Dragon Egg. Und damit the next generation des Drachenei. Normalerweise ist es ja jetzt noch nicht so die Zeit dafür, dass wir das jetzt schon ranholen. Aber es freut mich sehr, dass wir unsere Diamanten erstmal behalten können. Und wir jetzt mal wieder zurück zu unserem Portal gehen. Und dann mal wieder den Nether zocken. Hab ein richtig gutes Gefühl hierbei. Bro, wie viele Endermen. Also ich könnte fast schon überlegen zu sagen, ich verzichte auf Bastionsplay 2. Bro, wie viele. Was ist hier los, hä? Alright, wir machen gleich weiter. Come on, Sammy. Wir haben uns jetzt eine Menge aufgebaut. Wir sind jetzt gerade wieder an einem Stand, an dem wir so ein bisschen Aufwind. Lass uns das jetzt nicht versauen. Sammy zeichnet auf jeden Fall sehr groß. Und das sieht mir sehr nach Schienen aus. Sind das einfach ganz normale Railways? Oder ist das noch irgendwie mit Gold so Boost-mäßig? Ja, das sind für mich normale Railways. Das ist für mich eindeutig normale Schienen. Und das ist auch richtig. Ja, damit haben wir ein paar Schienen. Naja, ich glaube, wir kriegen ja, also wir kriegen ja als Safe Call alle unsere Enderperlen direkt zusammen. Und ich würde sagen, wir machen uns auch mal das Dia-Schwert, Leute. Auf geht's, come on, weiter so. Ist halt echt krass, wie viele hier sind, ne? 7 Enderperlen. So viele hatten wir vorhin nicht mal. In unserem allerersten Inventory. 8 Enderperlen. Wir lassen uns halt auch nicht unterkriegen. Wir bleiben nämlich dran. Auch wenn wir unser Inventar ein paar Mal verloren haben. Das passt schon. Komm, jetzt nochmal direkt Nummer 10 und 11. Guck mal, wie schnell das geht. Bumm. 11 Enderperlen. Leute, jetzt nochmal schnell ein paar Blaze Rods holen. Und dann gehe ich gleich mal entspannt Minecraft durchspielen. So, und nicht anders. 14. 14 Enderperlen. Traumhaft. Und jetzt müssen wir aber erstmal zeichnen. Micha Gabriel. 60 Sekunden. Passiert noch was? Also nur so als Frage. Junge, oha, wie lange? Okay. Grau, braun und dann grün? Was? Was soll das sein? Grün oben. Dann ist da so ein kleiner Layer braun. Da unten drunter ist alles grau. Ich sag euch ehrlich, ich habe gar keine Ahnung gerade, was das sein soll. Als ob es gerade irgendjemand gibt, der checkt, was das ist. Ist das einfach Cleanstone? Und das da oben ist... Nein, das ist Cleanstone und das hier oben so einfach nur Gras. Das ist einfach nur ein Grasblock von der Seite und da darunter ist Cleanstone. Bro, ich hab das die... Das ist Cleanstone. Ein Sticky Piston. Das ist ein Sticky Piston, ja. Also, bei dem war ich absolut hilflos. Und wir sind wieder bei Null. Komplett von Null. Ich war komplett verloren bei dem gerade. Ich wusste gar nichts. Und damit sind alle Enderperlen wieder weg. Es ist ein schönes Gefühl, nach 1,5 Stunden mit einer Holzaxt und einer Holzspitzhacke in die große, weite Welt zu gehen. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo noch was zu essen gibt.
Also das ist halt wirklich der Tiefpunkt. Das ist der absolute Tiefpunkt. Gut, aber es ist mal wieder Zeit zu zeichnen. Oh nein, bitte verliere ich nicht meinen super Stuff. Happy Gamer. Oha, okay, Doppellinie mit Kontur. Mhm. Oh, da wird gerade wirklich Applaus. Oh, ich habe erst gedacht, das sei ein Dead Bush. Aber ich glaube, das müsste auf jeden Fall ein Armor Stand sein. Weil, wenn es ein Dead Bush wäre, würde diese Steinplatte da oben keinen Sinn ergeben. Ja, das ist gut. Das ist schön gemacht. Ich sage, das ist ein Armor Stand. Armor Stand, Armor Stand, Armor Stand, Armor Stand, Armor Stand, Armor Stand. Das ist ein Armor Stand. Und wir sind wieder back im Game. Alter, gönnt euch mal. Wir haben jetzt einfach ihn. Mal blöde Frage. Kann man einen Armor Stand in ein Boot packen? Hä, hey, warte mal, seit wann geht das denn? Junge, damit kann man ein Minigame machen. Merkt euch das für Craft Attack. Wir brauchen Essen. Wir brauchen irgendwie ein bisschen Stuff. Wir müssen halt irgendwie was zusammenbekommen, mit dem wir Minecraft durchgespielt bekommen. Ganz entspannt. Leute, wir müssen auch das Ganze mal ein bisschen positiv sehen. Man könnte jetzt auch den Kopf in den Sand stecken und sich sagen, ach Mann, ich habe ja gar keine Lust mehr drauf. Ich muss immer wieder von vorn anfangen. Aber das ist definitiv nicht unsere Einstellung. Wir geben hier nicht auf. Und ich mache das schon. Also, ich möchte jetzt bitte nicht alles verlieren. Blower. 60 Sekunden für dich. Und wir fangen mit einem Kreis an. Ein super Zeichen. Ja, komm, ein Enderauge. Direkt jetzt ein Enderauge. Das kann ich gut gebrauchen. Boah, wenn ich jetzt ein Enderauge bekomme, dann würde ich sogar überlegen, vielleicht gehe ich dann gar nicht in den Nether und suche vielleicht lieber weiter nach dem Stronghold. Ist das jetzt das Enderauge oder ist das eine Enderperle? Eine Enderperle hat nicht in der Mitte die Iris da. Ich sage, das ist ein Enderauge. Und damit haben wir ein Enderauge. Wir haben ein bisschen Eisenspare. Rüstung schadet nie. Eine schicke Hose. Wehe, die nächste Zeichnung ist eine Netherite-Hose. Na, wobei, Netherite-Hose nehme ich gerne. Aber ich bin wieder zurück im Game. Alright, wir holen uns jetzt gleich. Boom. Bam. Wir holen uns gleich jede einzelne Blaze Rod und jeden einzelnen Enderman, der mir irgendwie nur in die Nähe, in die Quere kommt. Und dann sollen die sich warm anziehen. Enderperle Nummer 1. Also irgendwie nicht so richtig, aber irgendwie schon. Ihr habt alle nicht gedroppt? Naja, hoffentlich bekomme ich... Vielleicht kriege ich eine Enderperle als Zeichnung. Okay, Leute, ich fühle mich eigentlich sehr... Ich fühle mich confident. Und nur Holstein Kiel. Liebste Grüße in Richtung Norden. Was hast du für mich hier im Angebot? Wird es ein Schwert? Boah, bitte jetzt ein Netherite-Schwert. Ich will... Oh mein Gott, ein Netherite-Schwert. Ja. Oh, das ist aber... Das ist fast Netherite. Das ist ein Diaschwert. Ich sag... Safecore, oder? Das wird wahrscheinlich ein Diaschwert. Nice, nice, nice. Wir haben gerade unser Diaschwert verloren. Und wahrscheinlich kriegen wir durch nur Holstein-Kiel unser Diamantschwert wieder zurück. Ey, das kann ich so direkt ins nächste Texture-Pack einbauen. Schicke... Also wirklich schöne Hände, die Blade, die Konturen. Tipptopp. Sehr schick. Ist ein Diaschwert. Eindeutig Diamantschwert. Juhu! Und wisst ihr, was geil ist? Mit diesem Diamantschwert können wir unsere Endermen noch schneller töten. Und noch schneller an unsere Enderperlen kommen. Ja, richtig gut. Unser Stuff sah nie besser aus. Also, ja, doch. Der sah definitiv schon mal besser aus. Aber wir müssen ja auch irgendwie, ne? Da wurde wieder ein bisschen was gedroppt. Sehr nice. Looting 3 auf dem Diaschwert wäre sehr schmackhaft. Ey, Leute. Enderman. Ey, wie viel habe ich jetzt schon in dem Run hier getötet, ne? Ich habe 49. Das hier ist mein 50. Enderman, den ich töte. Und ich habe 5 Enderperlen. Wow. Ich weiß nicht, wie viele Zeichnungen das jetzt mittlerweile ist. 60 Sekunden jetzt von Whis. Und mir gefällt das immer schon, wenn man direkt schnell zeichnet. Ich kann jetzt schon sagen, ich glaube... Das ist ein Endcrystal? Ja. Sehr sicher wird es ein Endcrystal. Mal gucken, wir warten mal noch ein bisschen ab, was er da noch so macht. Bei der Startplattform habe ich erst so ein bisschen an Schalker gedacht, aber ja, es ist eindeutig. Eindeutig ein Endcrystal. Also, Endcrystal ist meine Antwort. Minecart, Sattel und ein Beacon hatte er zur Auswahl. Endcrystal ist richtig. Und damit haben wir ein Endcrystal. Wer weiß, vielleicht für harte Zeiten später noch. Ja, wir holen uns einfach nochmal 3 weitere, dann respawnen wir einfach direkt den Drachen nachher. Ich hoffe so sehr, dass ich diese gesamten Enderperlen nicht wieder umsonst farme, ne? Boah, ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, ich geh jetzt Blaze Rods farmen. Beim letzten Mal habe ich auch den Fehler gemacht. Ich bin direkt auf 14 Enderperlen und so gegangen. Wir machen jetzt direkt Blaze Rods und dann holen wir uns einfach so 10 Enderaugen und mit denen gehen wir dann erstmal den Stronghold suchen. Bevor ich jetzt wieder hier super, super unnötig lange Zeit investiere und am Ende wieder alles verliere.
Hallo. Ja, die Blazes denken sich auch so, ey, normalerweise bist du immer nur einmal hier. Ja, vielleicht ist das hier gar nicht mein letzter Besuch heute. So, 3 Blaze Rods, sehr gut. Oh, ich muss mal wieder erraten. Oh, okay. Da sieht man wieder an der ganz... Oha, was sind das für gerade Linien? Ist das ein Bot? Oha, ist das, wird das gerade gezeichnet von einem Menschen? Ich habe noch nie jemanden so schön am PC auszeichnen gesehen. Anhand der Form habe ich auch schon eine leichte Vermutung, in was für eine Richtung das gehen kann. Das ist doch ein Zombie-Kopf. Joke. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Emerald ist. Meine Antwort ist Emerald. Ob wir den gebrauchen? Naja, es geht. Ist halt mehr oder weniger ein Glücksbringer eher. Es ist auch ein Emerald. Sehr gut. Brenzlige Situation. Mann. Alright, wir müssen gerade den taktischen Rückzug auf jeden Fall mitnehmen, denn wir haben leider kaum noch Essen, aber könnten uns rein theoretisch aktuell, naja, wir sind auf 10 Enderaugen. Das reicht allein noch nicht aus, um Minecraft durchzuspielen. Wir brauchen eigentlich immer noch einen Bogen, wir brauchen Pfeile, aber vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir erstmal wissen, wo wir einen Stronghold finden. Also, wir müssen uns um Pfeile essen, weil ich möchte definitiv nicht als Main-Essen das hier mitnehmen und bloß jetzt nicht unseren Stuff wieder verlieren. Jan bei Ovo. 60 Sekunden, um deinen Meisterwerk in die Welt zu packen. Das geht schon mal in eine etwas pflanzenähnliche Richtung. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, was das sein soll. Ich bin mir momentan sehr sicher, dass das eigentlich ein Rosenbusch sein soll. Ist ehrlich gesagt auch schwierig zu zeichnen, aber das wird hier gerade super gut gemacht. Also ich glaube sehr sicher, dass das ein Rosenbusch ist. Das ist meine Antwort. So, unser Kollege hatte auch zur Auswahl eine Elytra zu zeichnen. Er hat sich tatsächlich für den Rosenbusch entschieden. Alright, gut. Ja, der Rosenbusch wäre bestimmt hilfreicher. Aber heißt jetzt auf jeden Fall, wir haben wieder 5 Minuten Zeit. Oh, ich wäre so gestorben. Ich wär gestorben, ne? Also, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, um uns erstmal wieder in Richtung Stronghold zu bewegen. So, Stronghold, bitte sag mir... Ja, da fahren wir hin. Oh mein Gott, ich habe ein gutes Gefühl gerade. Sobald wir aber erstmal wissen, wo der Stronghold ist, dann haben wir wirklich einen... Das ist schon mal ein großer Erfolg. Weil das kann uns auf jeden Fall keiner mehr nehmen. Das ist eine Information, mit der wir eine Menge machen können. Oh, das ist doch schon mal eine sehr, sehr gute Information. Der Stronghold ist nicht weit weg von uns. Sehr, 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 sehr gut. Ja, wir haben den Stronghold. 9 Enderaugen, ja, geht definitiv besser. Aber hier unter uns ist der Stronghold. Und ob wir mit den 9 Enderaugen reingehen können, das entscheidet sich jetzt. Okay, bitte. Das könnte jetzt so ein Gamechanger sein. Wenn wir diese Zeichnung erraten und unseren Stuff nicht verlieren, dann haben wir mindestens 9 Enderaugen safe im Portal. Und das hier ist auf jeden Fall eine Treppenstufe. Nur welches Material ist das? Okay. Ja, momentan würde ich halt sagen Purpur. Das muss aktuell, nicht Purpur, End. Also wie heißt es? Ich komme nicht genau auf die Bezeichnung. Doch, das heißt Purpur, ne? Oh mein Gott, wie krass schwer ist das? Boah, ich muss ganz kurz überlegen. Okay, das ist halt wirklich ein toughes Item. Das ist jetzt ja super. Ich weiß nicht zu 100%, wie es heißt. Aber das sind aus dem End, aus den End-Cities, die Purpur-Blöcke. Und das ist eine Purpur-Stufe. Also die man in End-Cities findet. Das ist meine finale Antwort. Eine Purpur-Stufe aus End-Cities. Ja. Ey, Purpur-Stay... Boom! Oh mein Gott, das tut so gut. Unfassbar gut gezeichnet. Da ist sie, unsere Purpur-Stairs. Könnten wir normalerweise jetzt noch gar nicht haben im Verlauf des Spiels. Aber wir haben sie jetzt. Wir haben den Stronghold. So, bitte stecken. Oh mein Gott, aber... Wir haben auf jeden Fall, ja, schon mal 3/4 des Portals gefüllt. Müssen uns jetzt aber nochmal um Blaze Rods kümmern und vor allem auch um Pfeile. Oh Gott, wir müssen uns um eine Menge noch kümmern. Okay, wir brauchen ein Feuerzeug. 60 Sekunden ab jetzt. Claudia, es wäre super praktisch, jetzt ein Item. Netherite Helm. Bitte lass es den Netherite Helm sein. Ich kann den jetzt sehr gut gebrauchen. Rüstung wäre cool. Oder ist das eine Elytra? Elytra wäre sogar noch geiler. Oh Gott, die Farbe.
Okay, sie möchte auf jeden Fall das Lila weghaben. Das soll lieber diese Farbe sein. Wenn es ein Helm ist, hätte sie noch auf Krampf ein Gesicht reingepackt oder irgendwie so. Ich glaube, dass Claudia hier eine Elytra gezeichnet hat, weil diese Farbe sollte erst die Elytra-Farbe sein. Dann hat sie so gemerkt, okay, das könnte ein bisschen Richtung Netherite gehen. Damit er es nicht verwechselt, übermale ich das, damit es halt mehr die Elytra-Farbe ist. Und wenn ihr euch mal den Farbton der Elytra anguckt, das ist ja eindeutig mehr der Farbton einer Elytra als von einem Netherite-Piece. Deswegen sage ich, das ist eine Elytra. Claudia hat eine Elytra gezeichnet. Let's go! Oh mein Gott! Wir haben unsere Elytra, haben aber leider jetzt kein Gunpowder und so. Darum möchte ich mich jetzt eigentlich schnell dann kümmern. Wir gehen mal jetzt an die Oberfläche, holen uns schnell Papier und noch ein bisschen Gunpowder auf Krampf und gucken mal, was wir noch so finden können. Junge, es geht schon wieder in die nächste Zeichnung, das ist unfassbar. 60 Sekunden, bloß jetzt nicht verhauen. Okay, das ist ein Block. Bricks. Aber warum die braune Farbe? Oder sind das keine Bricks? Okay, ich brauche aktuell noch ein bisschen mehr Info. Also bis jetzt komme ich noch nicht so ganz drauf. Boah. Boah. Alter. Ich glaube, dass das Copper ist. Ich glaube, das heißt, wenn es so Brick-mäßig ist, dann ist es Cut-Copper. Also ich meine auf jeden Fall den Brick-mäßigen, ich glaube, Cut-Copper-Block. Ein Brick. Was? Ein Brick? Bro, ein Brick ist rot. Das ist doch kein Brick. Ja, das soll wohl ein Brick gewesen sein. By the way, also der Block heißt, glaube ich, Bricks. Und Brick ist das Item. Also ich hätte da niemals drauf kommen können. Meine Elytra. Mein Stuff. Aber wir haben immerhin unsere Enderaugen. Die haben wir schon drin. Das ist eine Sache, die uns ebenfalls niemand nehmen kann. Wir haben 9 Enderaugen. Und Mann, das ist so ein Auf und Ab meiner Gefühle, ne? Eben hattest du noch eine Elytra. Jetzt bist du halt wieder nackig. Naja, naja. Stell euch mal ganz kurz vor, ich würde im End meinen Stuff verlieren, ne? Das wäre ehrlich gesagt nicht so cool. Weil was ich dann im End machen müsste, versuchen so lange zu überleben, bis ich von euch immer wieder Items bekomme, mit denen ich halt was machen kann. Alright, Jana. Jana, ich bin gespannt. Bitte. Wir haben hier aktuell... Oh, ich könnte Rüstung sehr gut gebrauchen. Das sieht aus wie eine Chestplate. Aktuell Material, würde ich sagen, Eisen. Aber das kann sich noch ändern. Okay, hier wird ausgemalt. Also aktuell würde ich sagen Eisen. Also ich glaube, wenn das was anderes als Eisen sein soll, dann würdest du doch jetzt direkt schon, dann würdest du das doch auf jeden Fall noch ein bisschen anders machen. Ja, also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das Eisen sein soll. Und die bringt mir auch eine Menge. Die brauche ich jetzt wirklich. Es ist eine Iron Chestplate. Und die kann ich sehr gut gebrauchen. 3 Armor Bars, einfach mal for free. Danke an die Community. Damit können wir auf jeden Fall, denke ich mal, angenehmer Minecraft durchspielen. Besser gesagt, jetzt auch im Nether ein bisschen angenehmer spielen. Ist nicht dein Ernst. Wieso, was habe ich denn da gerade, also was habe ich denn mir gerade gedacht? Der Block hier drunter. Das war halt Fehler. Den Block abbauen und jetzt runtergehen und den über mir, dann bin ich in der Luft. Stattdessen habe ich mich für die Tür entschieden. Musste dann aber erstmal wieder aufmachen. Und dann halt direkt Tür schneller unter mir. Das war so. Ich mache den Block weg. Hier drüber, ich ertrinke, ich mach den weg, Wasser ist weg und ich wäre safe. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen.